Ja, angekündigt ist ja eigentlich eine, also vielen Dank, Stefan, für deine freundlichen Worte, die du auch in die Länge ziehen konntest. Angekündigt ist ja eigentlich eine Chronologie der Snowden-Veröffentlichung. Und ich habe auch tatsächlich eine zusammengestellt, dann allerdings bemerkt, dass ich ungefähr 4 Stunden reden würde. Ich glaube tatsächlich, dass man mittlerweile eine eigene Vorlesungsreihe aufbauen könnte, damit auch, weil sehr viele informatische und Hacker-Aspekte vorkämen, das wäre sicherlich eine ganz gute Idee, würde ich vielleicht sogar mal planen. Musste natürlich aber jetzt aufgrund der Zeitbeschränkung viele Aspekte, die jede Woche, manchmal ja auch mehrmals die Woche, in den verschiedenen internationalen Zeitungen standen, weglassen und habe mich eigentlich jetzt darauf beschränkt, im Rückblick nochmal zu sagen, was haben wir eigentlich auf den Tisch bekommen, und zwar nicht nur an eigentlichen Veröffentlichungen, sondern auch ein bisschen die Reaktionen und so ein bisschen die größeren Linien zu ziehen und nicht auf einzelne Veröffentlichungen einzugehen, weil ich einfach aufgrund der Zeitbeschränkung niemals das auch nur abdecken könnte. Aber ich will versuchen, auch nochmal vor allen Dingen ein paar Sachen hervorzuheben, die mir im Rückblick auf diese 1,5 Jahre wichtig waren. Für mich selber ist es wie für viele, die, glaube ich, hier sitzen, natürlich so, dass ich jetzt sehr aktiv verfolgt habe. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich hier große überraschte Gesichter blicke. Dennoch scheint mir, dass man nach 1,5 Jahren durchaus mal die Gelegenheit benutzen kann, um ein bisschen zu bilanzieren. Scheint mir schon wichtig zu sein. Das Erste, was ich natürlich mal erwähnen will, ist, dass der eigentliche Skandal, als er begann, hier in Europa fast gar nicht berichtet wurde. Ich will es eigentlich nur kurz erwähnen. Das ist nämlich eigentlich dieser Verizon-Skandal, der so gar nicht so richtig in die europäische Presse schaffte. Da ging es nämlich um die Daten, die 3 Monate lang, Inhaltsdaten, aber vor allen Dingen Metadaten von Verizon von Amerikanern erhoben wurden. Das war eigentlich so ein bisschen der Beginn der Skandalserie. Tatsächlich, wie in vielen Veröffentlichungen, die später kamen, haben natürlich all diese Skandale oder zumindest viele davon auch juristische Schritte in der Folge nach sich gezogen. In unterschiedlicher Weise, auf die ich teilweise hier eingehen kann, aber auch nicht auf alle. Denn anders als man es hier manchmal in der Zeitung liest, ist natürlich auch in den USA und auch in Großbritannien eine recht aktive Aktivistenbewegung zu beobachten, die sich auch juristisch teilweise zur Wehr setzt. Und das ist auch in diesem Verizon-Fall der Fall. Weswegen ich erwähne, ist natürlich, dass wir sowohl auf europäischer Ebene wie auch in Amerika durchaus höchstgerichtliche Urteile zu erwarten haben in der nächsten Zeit, auf die ich in gewisser Weise auch hoffen würde. Mir waren immer wichtig, hier zu betonen. Ich will zu Prism gar nichts weiter sagen. Ich glaube nur, Prism werden alle mitbekommen haben. Prism war aus meiner Sicht deshalb auch so ein großer Skandal, weil die Betroffenheit irgendwie so vollständig war. Und weil eben auch die großen Internetdienstleister, die nun mal von Amerikanern wie Europäern und weit darüber hinaus benutzt werden, betroffen waren. Also dieser Moment der Skandalisierung hatte sicherlich auch was damit zu tun, dass der Einzelne quasi so Opfer dieser Geheimdienstspionage wurde. Wie Wolfgang eben so sagte, wenn man die Veröffentlichung im Ganzen sieht, sind natürlich genau die Aspekte, nämlich also Sabotage, Spionage, Überwachung, Teile dieser Programme. Und es gibt mittlerweile auch sowohl wissenschaftlich wie auch im Aktivistenbereich sehr gute Übersichten. Also vor allen Dingen die IFF hat, die amerikanische IFF, da gute Dienste geleistet, dass man fast Archive der Zeitungsberichte nachvollziehen kann und einige wissenschaftliche Forschung mittlerweile sich auch schon damit beschäftigt. 1,5 Jahre sind natürlich in diesem Zusammenhang nicht unbedingt so lang. Im Wesentlichen kann man sagen, dass hier auch der Beginn war, weswegen ich Prism nochmal erwähne, dass überhaupt in den Fokus der Öffentlichkeit diese Pfizer-Erlaubnis rückte. Die Pfizer ist die Abkürzung für Foreign Intelligence Surveillance Act, und dieses Geheimgericht, was nach geheimen Verhandlungen geheime Urteile in Bezug auf Überwachungserlaubnisse der Dienste erlässt, ist eigentlich überhaupt erst wirklich in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Im Nachgang dieser 2,5 Monate später etwa, dieser Prism-Veröffentlichung, die ja im Juni begann, wie sich viele sicher erinnern, wurden erstmals öffentlich solche Urteile dieser Geheimgerichte auch einer juristischen Debatte zugänglich. Da die amerikanische Regierung in 2 Fällen diese Urteile öffentlich machte und überhaupt erst eine neue Möglichkeit der Diskussion in der Jurisprudenz ermöglichte, zu sagen, wie interpretieren die eigentlich die Gesetzeslagen, was haben die da eigentlich im Einzelnen in den verschiedenen Sections der zugrunde liegenden Gesetze dort beschlossen. Also ich glaube, die Debatte begann damit,
Und zum Zweiten ein anderer Strang, der sich immer wiederholt in diesen Veröffentlichungen, nämlich die Tatsache, dass es natürlich immer eine Unterscheidung gab und gibt zwischen den rechten Inländern und Ausländern, in diesem Fall Amerikaner. Also sich auch PRISM insbesondere natürlich auf Ausländer bezog. Und wer die amerikanische Debatte ein bisschen verfolgt, wird natürlich auch sehr schnell merken, dass die Vorschläge, die jetzt im Senat und Congress debattiert werden, im Wesentlichen die Rechte von Amerikanern betreffen und eben nicht von uns. Also uns als Ausländer jetzt gesehen. Es hat, glaube ich, ungefähr nur so zweieinhalb Wochen gedauert, bis zu diesem ursprünglich als ein bisschen NSA-Skandal bezeichneten ja, diese ganze Serie, die dann ja so an Zeitungsartikeln rauskam, auch schon der GCHQ und auch andere Five Eyes-Dienste in den Fokus gerieten. Insbesondere ein größerer Skandal in Großbritannien, aber sicherlich nicht nur da, wo ja die öffentliche Debatte so ein bisschen runtergekocht ist, verglichen mit der deutschen, war das Abhören der G20-Treffen. Dieses G20-Treffen hat in London stattgefunden, 2009. Und ich erwähne deshalb, weil hier das erste Mal dieser Überwachungsfokus geöffnet wurde und auch Sabotage- und Spionagetechniken und Hacking-Angriffe thematisiert wurden. Also ziemlich zu Anfang eigentlich der Veröffentlichung schon. Da hatte man vor allen Dingen für den Mitarbeiterstab der G20-Führer so Fake-Internet-Cafés eröffnet und hat versucht mittels Keyloggern, also Software oder Hardware, die Tastatureingaben mitloggt, an Passwörter und so weiter zu kommen. Aber hier gibt es auch schon Fälle von Mobiltelefon-Hacking. Also hier hat sich das gleich von der Überwachung geöffnet zu einem ganz offensiven Angriff. Und hier wurde auch gleich klar, wer denn eigentlich die Terroristen sind, die abzuhören sind. Ich erwähne den Temporal-Skandal, der in diesem Zuge natürlich auch im Zusammenhang zwischen NSA und auch in der direkten Zusammenarbeit zwischen NSA nochmal große Wellen schlug. Die meisten werden das kennen, deswegen habe ich nochmal die Karte genommen, wo ja diese merkwürdige historische Anomalie ganz gut zu erkennen ist, dass eben der kontinentaleuropäische Traffic im Wesentlichen über die britischen Inseln geht. Aktuell, wer die Zeitungsberichte jetzt verfolgt, kann ja insbesondere in Brasilien interessante Entwicklungen feststellen, nämlich dass die sozusagen auch mittels des Neuverlegens von Kabeln der amerikanischen Spionage entgehen wollen. Aber dass natürlich die Briten eine sehr praktische geografische Position haben zum Abschnorcheln, wurde innerhalb dieser Tempora-Veröffentlichung sehr thematisiert. Ich habe auch hier nochmal erwähnen wollen, dass zum ersten Mal dann neben den Internetdienstleistern, die natürlich für ihre Kooperation im Rahmen des Britain-Programms schon kritisiert wurden und zum Teil, wenn man die heute nachliest, sehr belustigende Pressemitteilungen rausgaben, die überspezifische Dementis noch und nöcher enthalten, auch die quasi ja Backbone-Provider oder jedenfalls die großen Telekommunikationsanbieter mit in die Debatte gerieten, weil sie natürlich als kooperierende Unternehmen maßgeblich daran beteiligt sind, dass die Dienste an die Daten kommen. Deswegen, also ich versuche immer so ein bisschen die Linien der Diskussion auch zu beschreiben und eben nicht nur, welche speziellen Veröffentlichungen aus den Snowden-Papieren dann in den Zeitungen waren. Also weswegen die Liste natürlich nicht vollständig sein wird. Deswegen will ich jetzt noch mal ein bisschen darüber reden, wie in diesem Beginn, also quasi jetzt ungefähr vor ein bisschen über einem Jahr, die Reaktionen so waren. Ich fand ganz interessant, im Nachhinein die politische Debatte zu verfolgen. Hier habe ich etwa ein Zitat von James Cole. Ich bitte um Verzeihung, irgendwie ist die Darstellung auf meinem Bildschirm etwas anders. Also er ist jedenfalls Cole und nicht Cole. Der, wie andere seiner Intelligence-Community-Kollegen, diese Haystack- oder Heuhaufen-Metapher ganz offen und mehrfach in der Zeitung und hier vor dem parlamentarischen Kontrollgremium vor dem amerikanischen Parlament mal so zu sagen als Begründung für diese massenhafte Überwachung, die nicht mehr zu leugnen war, mit dieser Heuhaufen-Metapher versucht hat zu begründen. Wobei man vielleicht dazu sagen muss, es geht natürlich nicht nur darum, dass man, wenn man die Nadel haben will, einfach den ganzen Heuhaufen sammelt, sondern dass man versucht sozusagen auch noch mehr Heu, also piling even more hay, auf den Haufen zu werfen. Aber ich fand von Anfang an, dass die Verteidigungsstrategie der Intelligence Community doch relativ offensiv war.
Also nach dem Prinzip ja auch nichts mehr zu leugnen war, hat man sofort auch die versucht, die Überwachungskapazitäten und die technischen Programme zu begründen. Unter anderem in einem ziemlich lesenswerten im August, also schon relativ kurz nach den, also nur zwei Monate, Beginn der Veröffentlichung rausgekommen, ein White Paper, wo also das US-amerikanische Justizministerium die Eingriffsbefugnisse versucht zu begründen. Das sind teilweise, das ist nicht das Einzige, später kamen noch andere solche Papiere an die Öffentlichkeit, aber es ist natürlich auch interessant, wie letztlich die Begründung dafür erfolgt. Und in allem ist immer wieder und ein zentrales Element der Begründung natürlich Counterterrorism. Hier auch, ich habe jetzt daraus ein Zitat, wo mir einerseits wichtig ist, dass es natürlich Terror immer die zentrale Begründung ist, aber zum anderen auch ein anderer Rückzugsdebattenweg sozusagen, nämlich zu sagen, da guckt ja nie ein Mensch drauf. Ja? It's never seen by any person. It's sozusagen, das wird algorithmisch behandelt. Also auch eine Strategie, die sich bis heute wiederholt eigentlich. Fand ich auch ganz interessant. Also wer das Protokoll gestern gelesen hat vom NSA-Untersuchungsausschuss, nicht nur die Debatte um diese Funktionsträger, die ja vorhin schon erwähnt wurden, sondern auch diese merkwürdigen Einlassungen von dem Juristen, der sich ja weder technisch noch juristisch richtig äußern wollte über diese technischen Fragen und ob da wer raufguckt oder ob es eben rein maschinell verarbeitet wird. Ich finde, die Muster wiederholen sich sehr stark. Auf jeden Fall muss man sagen, also zumindest die amerikanische Regierung hat ganz im Gegensatz zu der britischen Regierung relativ offensiv reagiert, die ganze Intelligence Community, muss man sagen, erfreut sich einer sehr aktiven Pressearbeit, die durchaus, finde ich, auch bis heute anhält. Ja, also ich gehe jetzt nicht wirklich die Chronologie lang, ich will sozusagen die großen Veröffentlichungen hervorheben, die eine besondere Rolle spielen, das sogenannte Black Budget, also die Veröffentlichung der Zahlen über die Finanzierung der Geheimdienste. Es bezieht sich hier auf das FY steht für Fiscal Year, also für das Steuerjahr 2013 und NIP steht für National Intelligence Program und hier sieht man also in der amerikanischen Öffentlichkeit, natürlich auch in europäischen, unbekannten Zahlenangaben über die Finanzierung dieses Geheimdienstkomplexes mit so um die 53 Milliarden Dollar. Ich hatte die Gelegenheit, als William Binney hier in Berlin war und vom NSA-Untersuchungsausschuss sprach, da hatte er sich dankenswerterweise nach vielen Stunden Anhörung im Bundestag bereit erklärt, abends noch eine Veranstaltung zu machen. Und wir sprachen unter anderem über diese Gelder. Und ich erwähnte diese Zahl, da war die ja schon bekannt. Und dann lachte Binney. Und dann habe ich ihn gefragt, ja wieso, ist die denn vielleicht doch ein bisschen übertrieben? Dann lachte er erneut und sagte, nein. Die ist auf jeden Fall viel zu wenig, während Publikum und also die Kinnladen so runterklappten, nannte er eine Zahl von 80 Milliarden Dollar pro Jahr, die ihm eher realistisch erschiene, weil nämlich in dem veröffentlichten National Intelligence Program nur Teile der Finanzierung des Geheimdienstkomplexes enthalten seien, weil ein Teil in den Militärbudgets ja auch noch versteckt sei. Also er war der, hatte doch ganz gut begründet, dass er diese Zahl für unrealistisch hält. Anders als Edward Snowden war ja Binney etwas höher in der Hierarchie der NSA, er war ein NSA Director und sprach davon, dass diese Zahl von 53 Milliarden Dollar schon zu seiner Zeit, also bevor er zum Whistleblower wurde, höher gelegen hätte. Dennoch ist es natürlich eine Information, die amerikanische Öffentlichkeit und auch die europäische nicht hatte, denn anders als bei uns, wo wir ja zumindest im Groben die Budgets unserer Geheimdienste kennen, war diese Information neu und aus meiner Sicht auch sehr wichtig und es gab verschiedene Projekte auch zu visualisieren. Ich fand es ganz interessant, dass sich da auch eine relativ aktive Community gebildet hat, die nicht nur aus Datenjournalisten bestand, sondern eben auch aus Aktivisten, die diese immer mehr werdenden Veröffentlichungen auch versucht er aufzubereiten. Ich habe jetzt hier nur so ein Beispiel von einem Schweizer, der dieses relativ umfangreiche Papier zum Black Budget sich nahm und daraus mal zeigte, wo fließen die Gelder hin. Ich habe jetzt nur so beispielhaft. Aber man merkt, dass sich die Community und Datenjournalisten und Aktivisten auch darauf einstellten, dass diese Veröffentlichungen mehr werden und dass man die natürlich auch aufbereiten muss. Für mich begann in dieser Zeit parallel auch die ersten Vorbereitungen für juristische Verfahren. Damals, also um die Zeit rum,
habe ich mich mit drei britischen Organisationen zusammengetan, nämlich Big Brother Watch, der Open Rights Group und der britischen Schriftstellervereinigung PEN. Und dann haben wir eine Beschwerde vorbereitet, die wir von Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bringen wollten, hatten aber die tatsächliche Probleme wie andere Gruppen, die das auch vor Gericht bringen wollten, dass die Fülle immer mehr wurde. Wir haben dann vor Ende des Jahres die Beschwerde noch eingereicht, aber haben Gott sei Dank später vom Gericht auch die Genehmigung dafür erhalten, dass wir inhaltlich noch nachreichen dürfen, weil ja die Veröffentlichung weiterging. Also viele Gruppen innerhalb von den Staaten, aber auch innerhalb von Europas haben dann schon angefangen, die Veröffentlichung hinsichtlich ihrer, oder der Prüfung von etwa völkerrechtlichen Verträgen wie der Europäischen Menschenrechtskonvention zu prüfen und eben gerichtliche Schritte möglicherweise einzuleiten. Also die will ich hier auch nicht alle aufzählen, sind mittlerweile auch eine ganze Menge. Was mir nochmal wichtig ist, wir sind noch immer im Herbst sozusagen, dass man auch die ersten Missbrauchsfälle hätte. Parallel zu diesem Bericht, der so ein Klassiker ist, ja, wie eben in diesem Geheimdienstkomplex sowohl Geheimdienstmitarbeiter wie eben auch die weit überwiegende Anzahl von Vertragspartnern, also Mitarbeiter von Contractors, natürlich auch einen gewissen Missbrauch dieser Daten. Der kommt ans Licht der Öffentlichkeit. Es gab auch einen Missbrauchsbericht der NSA, den man bei WhiteHouse.gov runterladen kann. Also auch ein Bericht, den die Geheimdienste selbst veröffentlichen. Aber ich habe das nur so beispielhaft für einige Veröffentlichungen in der Zeit, nicht nur in den englischsprachigen Zeitungen, sondern auch zum Beispiel El Globo, also Brasilien hat ja da auch Veröffentlichungen, oder in der South China Morning Post, also auch in Asien, die sich mit so diesen einzelnen Missbrauchsfällen, die so rauskamen, beschäftigen. Man hat ja oft in dieser Debatte um Überwachung die Problematik, dass es nach wie vor viele Achselzucker gibt, die sich auch immer so fragen, ja, aber betrifft mich ja nicht wirklich, die schnorcheln zwar hinter meinem Rücken, aber so richtig merken, naja gut, vielleicht bei No-Fly-Listen, aber ansonsten kaum war für mich nochmal wichtig, dass diese Fälle kamen. Später hat Glenn Greenwalds Plattform Intercept dann auch nochmal ganz konkrete amerikanische Fälle, das waren vor allen Dingen Rechtsanwälte, und immer so mal als einzelne Geschichten rausgebracht, die mir wichtig erscheinen. Die füllen, also ich habe die alle, die ich finden konnte, auch in Sprachen, also etwa in aus Großbritannien oder aus Brasilien aufgehoben, und die summieren sich in meiner Liste auf 84. Jetzt sind also mittlerweile eine ganze Menge Einzelfälle bekannt. Das kann möglicherweise nicht mal vollständig sein, man hat ja Schwierigkeiten mittlerweile, die Fülle noch zu bearbeiten. Ich will den Merkel-Vorfall gar nicht weiter erwähnen, der interessiert mich auch nicht großartig. Sicherlich war das ein medialer Skandal. Wie der Spiegel den gehandhabt hat, darüber kann man sich streiten. Das hat sicherlich auch sowieso jeder mitgekriegt. Aber ich fand ganz interessant, dass im Nachgang davon hier in Deutschland sehr stark über die Botschaften, generell über die Aufbauten auf den Botschaften, über die deutschen Liegenschaften ganz neu debattiert wurde. Und ich habe jetzt hier dieses Beispiel vom Oktober. Und auch schon erstmals die Debatte losging, relativ spät, fand ich, darum, wie eigentlich die Spionageabwehr, die ja in Deutschland dem Bundesamt für Verfassungsschutz obliegt, eigentlich hier in das Spiel zu holen wäre. Das war die Zeit, wo der Chaos Computer Club zusammen mit der Internationalen Liga für Menschenrechte auch diese Strafanzeige, die wir später auch gestellt haben, geplant hat, die wir jetzt in diesem Jahr im Frühjahr nochmal erweitert haben, aufgrund von neuerlichen Veröffentlichungen, vor allen Dingen über die Filterregeln der Geheimdienste für den Anonymisierungsdienst Tor. Aber die sozusagen auch die deutschen Behörden, insbesondere der Generalbundesanwalt, aber auch Bundesamt für Verfassungsschutz, kamen mehr in den Fokus. Also die ganze Debatte hat sich aus meiner Sicht auch nochmal verlagert. Man hat zwar langsam so nach diesem Merkel-Skandal auch gemerkt, dass die Skandalisierung weniger wird. Dennoch ist aus meiner Sicht, hat sich die Debatte aufgefächert in sehr unterschiedliche Diskussionsbereiche. Sicherlich auch nochmal verstärkt dann durch später den NSA-Ausschuss, der ja ein relativ breites Aufgabenspektrum hat. Da wird ja der Vorsitzende Patrick Sensburg sicherlich morgen auch einige zu sagen können.
Ich werde nur kurz erwähnen, ich habe hier nur ein paar Beispiele, dass in dieser Zeit natürlich auch andere Länder dazukamen. Es gab eine kurze, aber heftige Debatte in Frankreich, aus der übrigens auch ein juristisches Verfahren hervorging, also die, wo auch sich Aktivistengruppen gegen diese Überwachung wenden, ebenso in Spanien. Also man konnte durchaus in diesem Bereich auch Debatten beobachten, die aber kaum in deutsche Zeitungen geschafft haben, die auch sicherlich nicht so lang anhaltend waren wie hier. Ich will sie nur erwähnen, dass es natürlich keine rein amerikanisch-britische oder deutsche Debatte ist und in anderen Ländern zumindest teilweise und einen kurzen Zeitraum auch sehr heftig debattiert wurden. Mir scheint nochmal eine Veröffentlichung wichtig, die sich was Sie hier sehen, ist ein Ausschnitt des Priority Frameworks. Innerhalb der Snowden-Veröffentlichung ist sozusagen eine Art Übersicht, die ist nun auch schon, die ist deutlich länger, über Länder veröffentlicht worden, die von den, insbesondere den USA, ausspioniert werden und die Ziele. Das heißt, welche speziellen in den einzelnen Ländern zu welchen Zeiten, welche Gründe und sozusagen welche Ziele man in der Überwachung eigentlich verfolgt. Das ist ganz interessant, ist aus meiner Sicht neben dem Black Budget eins der Kronjuwelen in diesen Veröffentlichungen, in Deutschland gar nicht so viel berichtet worden. Ich habe für Deutschland mal zu sagen, wenn man hier schlecht lesen kann, das mal rauskopiert. Das sind die Ziele, die die USA in Deutschland verfolgt, auf sozusagen der inhaltlichen Ebene. Also Cyberattacks, Counterespionage, Emerging Strategic Technologies, International Trade Policy, Arms Export, Arms Control, Foreign Policy Objectives, Economic and Financial Stability. Sozusagen, wie sie aus diesem Priority Framework hervorgeht, also sozusagen die Matrix der Ziele. Ich fand ganz erheiternd, dass der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz in den letzten Monaten keine einzige Rede gehalten hat, ohne am Anfang immer noch mal darauf hinzuweisen, wie sein slowenischer Kollege diese Sortise erzählt, also bei jeder Rede ihn immer darauf anspricht, dass Slowenien offenbar total unglücklich darüber ist, dass sie nicht so wichtig genommen werden und ganz wenig ausspioniert werden. Damit beginnt er immer so seine Reden. Ja. Also da gibt's, ich konnte da so weniger drüber lachen. Was man natürlich deutlich sieht, dass von der immer noch offiziell hardcore vertretenen Policy, das es hier im Wesentlichen ja um Terrorismus geht, überhaupt nichts übrig bleibt, wenn man sich sozusagen ansieht, wie die Ziele da sind. Die sind für viele mitteleuropäische Länder natürlich genauso. Ja. Wie viel Zeit habe ich noch, Stefan? Aha, okay, ich muss ein bisschen schneller reden. Ich würde vielleicht weglassen, dazu kann man viel sagen. Das ist ein Beispiel, wo es um die Infiltrierung geht, das heißt die enge Zusammenarbeit mit Firmen im IT-Security-Bereich, aber auch das Drehtürprinzip. Das will ich vielleicht nicht näher ansprechen, obwohl der Fall sehr interessant ist. Davon gab es sicherlich noch mehr, am berühmtesten wahrscheinlich Cisco, die sich dann auch in der Zeitung wiederfanden mit einem Bild an diesen Hardware-Umpackstationen, die sich im Nachhinein betrachtet auf sozusagen die Umsätze von Cisco im Ausland stark ausgewirkt haben. Also da will ich vielleicht jetzt nicht weiter drauf eingehen. Für mich aber eine wichtige Sache, die deshalb von Bedeutung ist, weil die amerikanischen Unternehmen sich heute anders positionieren in der politischen Debatte um diese Überwachung, weil sie schlicht die europäischen und asiatischen Märkte natürlich brauchen und merken, dass der Vertrauensverlust insbesondere im Wirtschaftsbereich hoch ist. Also es spielt für mich auch eine große Rolle, dass in der Überwachungsdebatte von größerer Bedeutung ist, wie sich Wirtschaftsunternehmen, die nun mal in Europa und Asien Geschäfte machen sollen, positionieren. Und die jüngsten Debatten, die haben Sie sicherlich mitbekommen, dass etwa der neue GCHQ-Chef wie ein Rohrspatz schimpft auf die neuen Verschlüsselungsmaßnahmen der großen amerikanischen Unternehmen, ist natürlich in dieser Debatte zu sehen. Also es wird nochmal ein interessanter Kampf zwischen sozusagen den Bedürfnissen der Wirtschaft und den Bedürfnissen der damit ja eng verbundenen Intelligence Community. Ich will vielleicht auch zu den Tailored Access Operations nicht mehr viel sagen, die im Einzelnen sehr spannend sind, auch technisch sehr spannend. Wurden mich natürlich auch um ganz offensive Angriffsmethoden gibt, die Verteilung von Spionagesoftware auch automatisiert. Etwa gerade um den Jahreswechsel gab es eine Menge Veröffentlichungen, die teilweise technisch auch sehr komplex sind, aber auch einfach spannend, um zu sehen, wie die Mechanismen in diesen Geheimdiensten und bei ihren Vertragspartnern laufen. Einzelne Programme, die also wie Bull Run für die NSA oder Edgehill für GCHQ, die auch nochmal hohe Millionensummen, also auch um die bei Bull Run etwa 250 Millionen kosteten. Auch die
betonen, wie sie tatsächlich auch versucht haben, kryptografische Methoden zu unterminieren, insbesondere auch in Zusammenarbeit mit dem NIST. NIST macht ja die Standardisierung für die am meisten benutzten kryptografischen Algorithmen und macht so jede 10 Jahre etwa die, wissen Sie sicher, die neuen Wettbewerbe für kryptografische Standards. Also da könnte man einen eigenen Vortrag drüber machen. Klar ist, dass es hier nicht nur um Überwachung geht. Und dieser Aspekt, dass es insbesondere auch um offensive Hacking-Methoden gibt, ist natürlich unterrepräsentiert in der Presse, weil es sicherlich auch schwieriger zu vermitteln ist. Ja, aber auf jeden Fall, also gerade um den Jahreswechsel war da eine Menge, was ich jetzt nicht weiter erwähnen kann aufgrund der Zeitbeschränkung. Vielleicht würde ich noch eine Sache erwähnen, die mir wichtig erscheint, das haben sicherlich auch viele mitbekommen, derzeit tobt ja ein Riesenstreit in den USA um den Bericht, den sogenannten CIA-Folterbericht, wo sich, glaube ich, auch so ein bisschen die Beziehung zwischen der parlamentarischen Kontrolle, nämlich im US-Senat, wo es ja ähnlich wie in Deutschland parlamentarische Kontrollgremien gibt, und den Geheimdiensten, die da zu prüfen sind, sehr gewandelt hat. Einfach deshalb, weil im Rahmen dieser Veröffentlichung dieses CIA-Folterberichts die Mitglieder dieses parlamentarischen Kontrollgremiums festgestellt haben, dass ihre eigenen Rechner verwanzt wurden. Also hier hat sich nochmal ein interessanter Streit entwickelt, weil so offensiv die Kontrolleure, die parlamentarischen, angegangen wurden. Ich bin auch gespannt, wie das ausgeht, also ob dieser Folterbericht mal jemals öffentlich wird. Das zieht sich ja mittlerweile schon viele Monate. Ja, aber ich glaube, in den USA, oder mein Eindruck aus der Vergangenheit eigentlich, wenn man sich an der Church Committee und frühere Geheimdienstskandale in den USA erinnert, so ist aus meiner Sicht die Reformfähigkeit im amerikanischen Parlament durchaus höher als bei uns. Ja, wenn man sich heute die langen Protokolle, die jetzt öffentlich sind, des Church Committees, wie die damals die Geheimdienstler verhört haben und wie sie auch strukturelle gesetzliche Reformen geschafft haben, das kann man für Deutschland so nicht sagen. Insofern ist vielleicht möglicherweise, werden wir ja vielleicht erst in ein paar Jahren lernen, die amerikanische parlamentarische System möglicherweise reformfähiger als unseres. Ja. Bin ich auch gespannt, welche Folgen das hat. Nachteilig sind, Sie haben vielleicht mitbekommen, die Midterm-Elections waren ja auch gerade und zumindest zwei wichtige Abgeordnete in diesem Bericht sind leider nicht, in diesem Gremium sind leider nicht wiedergewählt worden. Also wird sich zeigen, wie sich das vielleicht weiterentwickelt. Gut, ich werde nicht weiter erwähnen, habe ich jetzt auch nicht so richtig Zeit für. Es ging natürlich auch um die Debatte, wie intensiv die amerikanischen Unternehmen kollaborieren, und zwar über das gesetzliche gezwungene Maß hinaus. Will ich vielleicht nicht weiter erwähnen. Ich will vielleicht einfach nur auch nochmal, ich habe versucht, das ein bisschen ein bisschen breiter in den Medien aufzustellen. Also das ist nicht immer nur The Guardian gewesen, sondern eigentlich weltweit kamen sehr unterschiedliche Presseberichte. Das ist hier zum Beispiel Al Jazeera, also die so einen Mehrverkehr zwischen Google und dem damaligen NSA-Direktor Keith Alexander öffentlich machten und so weiter. Also das Drehtürprinzip ist halt weit verbreitet und wurde auch, glaube ich, erstmals so stark debattiert. Auch die Inhalte der Kommunikation und nicht nur eben die breite Metadebatte sind in den USA im letzten Sommer, finde ich, in neuer Qualität debattiert worden, will ich jetzt auch nicht näher erwähnen. Ich will vielleicht, was mir wichtiger ist, auf die Erfolge kommen. Denn Präsident Obama hatte immerhin ein sogenanntes Panel eingesetzt, eine Expertenkommission, die prüfen sollte, wie denn eigentlich diese massenhafte Überwachung erfolgsmäßig einzuschätzen sei. Dieses Panel ist extrem kritisiert worden, weil da mit einer Ausnahme überhaupt nur Geheimdienstspezies drin sitzen. Dennoch ist der Bericht, den man bei White House Gov findet, sehr bemerkenswert. Nicht nur, weil dieser Bericht schon mal empfiehlt, dass man übrigens auch mal gucken sollte, damit die Geheimdienste nicht die Finanzmärkte manipulieren, dass man da gesetzliche Schranken einbauen sollte. Dabei waren noch gar keine Veröffentlichungen über die Manipulation von Finanztransaktionen, sondern vor allen Dingen, weil sie sich mit diesem Terrorargument mal beschäftigt haben und diese Geheimdienstfreunde, die in dem Panel saßen, doch tatsächlich folgende zu Protokoll gegeben haben. Das ist only a modest contribution to the nation's security, wenn es um diese massenhafte Metadatenanalyse geht. Und vor allen Dingen, there has been no fucking instance in which NSA could say with confidence that the outcome of a terror investigation would have been any different. Die konnten sich einfach nicht mal einen einzigen Fall aus dem Gesäß ziehen, um zu sagen, zentrale Argumentation für diesen riesenhaften Geheimdienstkomplex zu begründen. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Interessanterweise ist dieser Bericht in der deutschen Presse kaum behandelt worden, darin war es relativ wenig, obwohl der in vielen Passagen eine ganze Menge hergibt.
Ich will noch kurz erwähnen, ich habe jetzt hier keine Folie dafür, aber wir hatten zwischendurch natürlich auch zumindest also ein Dutzend belegte Fälle von Drohnenmorden, die unmittelbar auf die Datenbestände zurückzuführen sind, dieser Überwachung. Also da kam sozusagen noch eine Menge dazwischen, ja, was ich jetzt einfach weglassen muss aus Zeitgründen. Ich will vielleicht zuletzt eins erwähnen, was mir wichtig ist, nämlich, dass die juristischen Prozesse, die laufen, und für den Fall, den ich selbst als Beschwerde Führerin vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof vertrete, war uns das auch sehr wichtig. Offenbar zumindest von den zuständigen Gerichten als wichtig erachtet werden. Denn wir haben einen sogenannten Priority Case bekommen, also ein Schnellverfahren. Und die Anwälte haben, mit denen wir immer so Telefonkonferenzen haben, gehen davon aus, dass entweder Ende dieses Jahres oder Anfang nächstes Jahres dieses Verfahren auch fortgesetzt wird. Der Chaos Computer Club hat sich in Großbritannien auch vor IPT begeben. Das ist das Investigatory Power Tribunal, also die innerbritische Geheimdienstkontrolle. Das heißt, es gibt schon mehrere Verfahren, die Chancen haben, weiter sozusagen zu den höheren Gerichten zu kommen. Und der Europäische Menschenrechtsgerichtshof ist ja durchaus bekannt dafür, dass er menschenrechts- und bürgerrechtsfreundliche Urteile fällt. Auch in Frankreich läuft so ein Verfahren, in Ungarn läuft jetzt so ein Verfahren. Das heißt, ich glaube, dass es eine gute Chance ist, also ein Momentum, diese Geheimdienste nicht nur durch eine öffentlich geäußerte Kritik, durch eigenes verändertes Verhalten, sondern auch auf juristischem Wege anzugreifen, weil sie ihren Nimbus aus meiner Sicht schlicht verloren haben. Und vor allen Dingen auch, weil durch die Summen, die denen bezahlt werden, die Legitimation noch weiter gesunken ist. Man sieht sich da so einem Komplex gegenüber, und dadurch, dass die Öffentlichkeit das jetzt weiß, hat sich, glaube ich, da einiges geändert. Insofern, nach dem Blick auf anderthalb Jahre Snowden will ich durchaus mit einem sehr positiven Resümee enden. Die Chance, dass wir darüber wissen, ermöglicht es uns überhaupt, darüber ein informiertes Urteil zu treffen und uns gegen diesen Komplex zu wehren, was wir auch tun sollten. Und da wir ja nur in diesen Tagen in Berlin den Fall der Mauer nochmal feiern und ich selber damals vor der Normannenstraße stand, will ich auch in Anlehnung an das, was Wolfgang Keu eben sagte, von der Stasi können wir lernen, dass diese Dienste nicht sakrosankt sind. Wir bezahlen die schließlich, wir wählen die Politiker, die kontrollieren. Also können wir das auch beenden. Wir müssen nur einen langen Atem haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. So verhalten optimistisch oder doch optimistisch, gibt es aber vielleicht doch noch Fragen? Kritische Nachfragen, die nicht bis in die kurze Pause waren. So. Geht aus den Snowden-Dokumenten auch hervor, inwieweit deutsche Geheimdienste Daten an die NSA weitergegeben haben? Aber sozusagen die Zusammenarbeit mit den deutschen Diensten nicht weiter erwähnt. Zum einen, weil wir da heute, also vor allen Dingen morgen, ja noch drüber hören werden, weil wir ja, glaube ich, aktuell und dank auch Netzpolitik eine sehr umfangreiche Berichterstattung aus dem öffentlichen Teil der Anhörung im NSA-Untersuchungsausschuss haben, aber selbstverständlich. Also ich denke mal, Sie werden sicherlich morgen dazu auch noch mal was sagen, Herr Schmidt-Ebenbaum. Ja, also ich wollte das hier nicht weiter erwähnt haben. International gesehen ist natürlich gang und gäbe, dass sie sich austauschen. Ich halte das letztlich für so ein Datenroulette, wo, wie auch gestern aus den Aussagen hervorging, sehr große technische und aber auch personelle Verflechtungen bestehen. Ja. Könnten Sie kurz bitte sagen, was die möglichen Ergebnisse wären? Also an Gerichtsurteilen, Sie hatten ja mehrere Verfahren da erwähnt. Was kann dabei im besten, also im positivsten Fall rauskommen, und was wären die politischen Konsequenzen, die daraus zu ziehen wären? Oder gibt es am Ende nur so ein, wie bei regelmäßig, wenn die Polizei mal wieder bei einer Demonstration Demonstranten eingekesselt hat, dass dann 2-3 Jahre später das Verwaltungsgerichtshof sagt, das war widerrechtlich, und dann passiert es wieder? Das hat natürlich sehr verschiedene Ebenen. Also
Ich glaube auch nicht, dass es wann immer für Gerichtsurteile kommen. Es gibt ein paar Ausnahmen, ja. Also ich meine, Vorratsdatenspeicherung an dem Tag wurden die Daten gelöscht bei den Providern, ja. Also ich meine, aber ich gehe nicht davon aus, dass Großbritannien nun, falls der Europäische Menschenrechtsgerichtshof sie verurteilt, in Schockstarre ihre Geheimdienste abschaffen, so nicht. Aber ich glaube schon, dass wir mit den völkerrechtlichen Verträgen ein paar Möglichkeiten haben, aber auch auf den nationalen Ebenen. In Deutschland will ich kurz was sagen zu der Strafanzeige. Die ist eine Reihe, also sie ist im Wesentlichen eine politische Aktion, aber letztlich ist es auch die Frage, ob unsere Justizbehörden neben der Ermittlung im Fall Merkel überhaupt tätig werden. Und letztlich bietet es natürlich auch eine Chance für weitere Rechtswege, nämlich wenn die Strafanzeige eingestellt wird, dann kann man dagegen ja auch vorgehen. Letztlich ist das für mich auch eine Art, diese Justizbehörden, die alles andere als juristisch, sondern einfach nur politisch handeln, auch vorzuführen. Weil ich einfach der Meinung bin, dass unser Strafrecht und geheimdienstliche Agententätigkeit auf deutschem Boden ist nun mal verboten, auch für die Verantwortlichen sozusagen in Deutschland gilt. Aber also da ist für mich auf der juristischen Ebene bis zu einer Einstellung möglicherweise ja nicht so sehr viel zu holen. In der Schweiz ist es ja ähnlich, da ist die Einstellung der Strafanzeige aber schon erfolgt. Vor dem IPT, also dem britischen Investigatory Powers Tribunal, sieht die Sache ein bisschen anders aus, weil da sowohl der Fall, den wir mit neun anderen Providern dort vorgebracht haben, wie auch der Fall von Privacy International recht gute Chancen haben, weiter oben nach Europa zu kommen, namentlich wiederum völkerrechtliche Verträge, nämlich die Europäische Menschenrechtskonvention. An die ist Großbritannien gebunden, die ist ratifiziert und die Urteile, etwa vergleichbar mit nehmen wir mal die Sicherungsverwahrung, die Deutschland auch unmittelbar bindet, die Urteile aus Straßburg sind umzusetzen. So einfach ist es nicht. Entsprechend findet in Großbritannien gerade eine Debatte darum statt, ob man ob man da nicht vielleicht was ändern könnte in Zukunft, dass man diese Verdikte aus Straßburg nicht mehr so unmittelbar umsetzen braucht. Interessant, dass die Debatte da vielleicht weitergeht. Für den Fall, der jetzt schon vom Europäischen Menschenrechtshof ist, ist der Status bereits, dass die Fragen an die britische Regierung, die inhaltliche Fragen sind, bereits gestellt wurden, auch an die deutsche Bundesregierung, weil ich eine deutsche Staatsbürgerin bin, und dass wir 2 Dutzend Interventions haben, weil bei diesem Gerichtshof kann man schriftlich intervenieren, was eben auch sehr viele internationale Organisationen getan haben. Also wir gehen schon davon aus, dass die uns recht gewogen sind. Und ich hatte gestern die Gelegenheit, mit dem ehemaligen Verfassungsgerichtspräsidenten Papier zu sprechen und habe ihn natürlich so ein bisschen nach den Erfolgsaussichten gefragt. Und viele Juristen, die ja so die Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes verfolgt haben, sind da mit mir ganz guter Hoffnung. Wir müssen aus den Urteilen was machen, ja. So wie wir das aus den anderen Urteilen, die wir hier höchstrichterlich kriegen, auch machen müssen. Eine Bevölkerung, die ihre Grundrechte nicht mehr ausübt, wird keinen Erfolg haben. Wir müssen schon darauf pochen. Das habe ich aber vor. Das ist doch ein wunderbares Wort.